Lars Westerlund ist ein glücklicher Freund der Kälte und der Dunkelheit. Ein geborener Norrländer. Das Eisbad wartet, 1 Grad kalt. Zuerst kommt das Grauen, dann das Glück. Ein wunderbarer Morgen. Der kann gar nicht besser anfangen. Man muss sich überwinden, hineinzugehen, aber wenn man wieder rauskommt, hält das Gefühl den ganzen Tag an. Ich spüre einfach, dass ich lebe. Jetzt kommen die Endorphine, sagt Lars. Der Norden Schwedens. Perspektivlos für die einen, unberührt schön für die anderen. Ein Schatz, den es zu bergen gilt, finden Lars und seine Freunde. Also haben sie einen Verein gegründet, den Verein der glücklichen Freunde von Kälte und Dunkelheit. Aufwärmen am ehemaligen Bahnhof von Kyschfors. Sie haben den eisigen Winter zu ihrem Element erklärt. Er ist für sie die Ressource des Nordens und die muss man richtig anpreisen. Das Eisbaden, eine Mission. Sanna steigt in kaltes Wasser, seit sie 7 Jahre alt ist. Keine Gänsehaut, kein Zögern. Die anderen bewundern die 17-Jährige. Die Kälte kriecht in meinen Körper. Ich bewege mich viel langsamer. Aber das funktioniert gut. Auch Sannas Freundin Pone sucht die Herausforderung. Sie findet es toll, etwas Neues auszuprobieren, etwas zu wagen. Jarko, der Finne, gibt jedem nach dem Bad einen Becher warmes Wasser. Das langsame Aufwärmen von innen sei wichtig, erklärt er. In Jarkos finnischer Heimat ist Eisbaden eine Art Volkssport. Das soll es in dieser Gegend in Nordschweden auch werden, geht es nach Jarko. Das sollte jeder mal probieren. Eisbaden gibt einem ein wunderschönes Gefühl. Das Gefühl, dass man Dinge schafft, die eigentlich gar nicht so gefährlich sind, aber von denen man glaubt, dass sie gefährlich sein könnten. Ein Land, über dem Melancholie liegt. Die Natur hat die Menschen melancholisch gemacht, sagen sie hier. Ein raues Land, dem sie das Überleben abtrotzen mussten. Aber Melancholie ist für Jarko und Lars keine Depression oder Krankheit, sondern eine Lebensweise. Ich bin am glücklichsten, wenn ich den G-Punkt der Melancholie erreiche. Wenn ich den spüre, das ist einfach perfekt. In diesem spirituellen Zustand fühle ich mich glücklicher, als wenn ich auf einem Fest Spaß habe. Das hier ist tiefes Glück. Ich spüre das Leben, die Natur und die Liebe. Wir haben uns entschieden, die Kraft, die in der Melancholie liegt, zu nutzen und etwas daraus zu machen. Für die Menschen, die hier wohnen. Aber auch für die, die das hier erleben wollen. Jarko und Lars sehen das Leben in Dunkelheit und Kälte positiv. Dieses Gefühl wollen sie im Norden verbreiten. Ihre Botschaft: holt euch den Glückskick beim Eisbaden.